Hallöchen Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von The Battle Cats. Es geht weiter. Ich hatte mir auch einige Kommentare mal aufgeschrieben gehabt von euch, die ich einfach erstmal so aufgeschrieben hatte. Schauen wir doch mal. Surfer Cat, ach siehst du, Surfer Cat, wenn ich da wohne, brauche ich immer noch zwei von diesen blauen Dingern. Sie ist nicht schwach, aber die eine über ist einfach besser. Teko Luke. Teko Luke sollte wohl besser sein. Guck gerade nochmal kurz. Dann lass doch nochmal schauen. Naja, Teko Luga ist doch besser. Sollten wir die einfach mal in mein Team. Naja, wie gesagt, nur auf einen Gegner finde ich irgendwie kacke. Also, es macht dann wirklich scheinbar nur an einem Gegner Schaden. Wir können mal in unserem Portfolio schauen. An Katzen. Das sind bestimmt nur die Legend Rares, oder? Sehe ich die hier irgendwo? Nee, ne? Vielleicht habe ich zu wenig angeklickt. Jetzt zeigt mir alle. Ha! Wo ist sie? Wo ist sie? Okay, ich muss weiter gucken. Ich muss hier gucken. Ich brauche nämlich die Über Rare. Street Aphrodite war das, jo. Was ist das? Was, das ist Kronos? Ach, sieht doch komisch aus. Blam, blam. Wenn wir nicht die beiden angucken, was die für eine Stärke haben. Hier sind sie. Naja, greift halt immer nur einen an, ne? Naja, gefällt mir nicht. Mag ich nicht, sieht auch voll kacke aus. Alter, mach halt noch längere Arme, du Ruffy, Kopie, du. Ist ja voll widerlich. Und das sieht einfach alles voll räudig aus. Man macht Area. Oh, der macht aber auch Area Attack. Aha. Und der soll auch nicht gut sein, ne? Mhm. Lam, lam. Der ist gegen nichts effektiv. Absolut gar nichts. Außer halt Metall macht er ein bisschen mehr Damage. So, 30 geht auch noch, ne? Und dann können wir sie wurven. Den können wir schon mal nicht gewoben, ne? Gut, gegen Red, gegen Floating, gegen Angel, ALN ist was? Ja, Alien, okay, das sind Zombies und das sind Relic-Enemies. Relic ist noch nicht so wichtig. Curse. Immune to Curse und Area Attack. Alter, das sind die alle hässlich. Wirklich, das ist meine Legend Rare, die hübscheste von den allen. Gut, lass uns noch ein bisschen weitermachen in der Legend. Ne, wir wollten erstmal Sweet Irony gucken, was ist hier? Das Deadly? Insane. Mal probieren? Let's go. Da kriegt man die Gene nämlich noch nicht hin. Die sieht man nämlich noch nicht. Im Gegensatz zur Legend Stage. Ah, oh, die Musik ist so geil. Ist aber schon wieder so ein hässliches Rad. Lauter Mann hier. Ah, wie cool. Ich muss ja nur merken, dass es auf 3 stand. Boah, ist das lauter. Okay, das ist einfach sehr laut. Ich warte mal, ich bin mir unsicher, was kommt. Mir zu laut. Boah, da von dem Klicken, da kriege ich ja Kopfschmerzen. Ich will da noch nicht angreifen, ne? Wenn ich angreife, dann kommen die definitiv. Da hab ich auch keinen Bock drauf. Lass mal schön alles ansammeln an Geld. Na, scheinbar kommt wirklich erst einer, sobald ich da bin. Dann können sie mal abschmatzen, ey. Da reich mich lieber richtig vor. Die Musik ist schon geil. Hier gibt's sogar gar keinen Battlegod, wa? Ah, interessant. Sind das ein paar faule Drecksäcke, oder? Die kommen einfach nicht raus, bevor ich da bin. Alter, ne, ich lasse es jetzt durchlaufen bis zum Ende, ne? Das ist kein Ding. Ich werde jetzt natürlich nicht alles sofort investieren, weil es kann sein, dass es dann vielleicht doch kommt, wenn ich irgendwie unter einen gewissen Prozentsatz meines Geldes komme. Ich weiß nicht, wie böse dieses Spiel ist. Nee, ist wie die Musik.
einer, da kommt einer! Okay. Hat schon 3 Jahre gedauert. Ne, ich warte. Ich habe meine Rocker Cat, die greift das Ding dann schon an, das passt schon. Ich bin tatsächlich erstmal maxen wollen, oder? Max ich ihn? Ja, tun wir. Ach du Scheiße. Ich glaube, dafür hätte ich die andere gebaut, wa? Oh, einen kleinen Freezer rein. Ja. Gut, Sweet Irony hätte ich mir vom Namen her schon ableiten können. Ist halt verdammte Kack! Metallkacke! Eine Irony. Also nicht ironisch, sondern wirklich Iron. Eisen. Okay, versuchen sie einfach mit den Meat-Shards abzuhalten. Er greift scheinbar trotzdem AOE an, aber ich versuche die einfach nachzubringen. Ach du Scheiße. Da wird tatsächlich jetzt die andere Katze besser, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Eine, die wir gerade angeschaut hatten. Ja, für Kritten auf die Metallgegner. Vielleicht werde ich mir Ghidorah dafür raushauen kurz. Oh, das Einhorn, das geht aber auch nicht steil, oder? Eieiei, okay, die kommt zu weit nach vorne. Die kriegen sie aber nicht down, ne? Das Einhorn ist einfach zu schnell. Brauchen wir was gegen Metallgegner. Das ist bestimmt noch ein einfacher Gegner von der Stage. Wollen wir ein bisschen zurückstoßen, damit ich ein bisschen Zeit habe. Warum ist das City auch scheinbar überhaupt gar nicht, dass ich hier oft angreife? Klar, ich mache halt nur 1 Damage, aber ich habe bestimmt schon 1000 Damage gemacht gefühlt. Hier, wieder 4 Damage von Cassidy. Oh, die greifen meine Base an. Das ist weniger geil. Das ist weniger hübsch. Schade, es ist nicht mal ein Boss gewesen, es ist einfach nur ein normaler Gegner gewesen. Psst. Psst. Okay, lass mal den Slot kopieren. Ah ja, hier, ne? Ne, hä. Konnte ich meine... Konnte ich meine Slot wechseln? What the fuck? Ich kann auch wohl die Slot wechseln, ich weiß es, aber ich weiß nicht genau wo. Konnte ich? Hier ist nur das da. Da war das. Habe ich noch keinen neuen Slot? Müsste ich aber eigentlich haben. Das war abhängig von dem Mew Metal, soweit ich das richtig Erinnerung habe. Ich habe eine neue Cat-Combo. Und da. Artistry Resistant Effekt ab. Interessant. Ja, durch unseren Michelangelo haben wir einen neuen Dings bekommen. Sag mal, bin ich behindert? Ich hatte doch bestimmt schon eine zweite Slot, oder? Bin ich schon wieder hier. Nom nom. Ich hätte ihn nämlich gerne kopiert, um meinen Main-Dings zu behalten, aber irgendwie scheinbar bin ich zu hohl dafür. H2. Ah, hier. Nee, warte. Anti-Metall.
Ich kann sogar nur maximal 10 hinpacken. Gut, ich schmeiß die hier raus. Komm her, danke. Die da packe ich raus. Der Rest ist erstmal gar nicht so verkehrt, ne? Ich dachte, wir werden Moneko mit reinpacken. Lam, lam, hier gibt's keine Suche, ne? So eine Kacke. Oh, die war eine Special Cat. Die Miss Moneko, die man hier reinpacken kann. Die Anti-Metal ist. Und ich will gerne den mit Metall. Den da, ne? Passt, den da. Ich mal behaupten mal, dass das die gute ist. Ja, sehr gut. Dann werden wir die gleich mal aufrüsten. Das heißt, ich werde Cassie gar nicht nutzen. Natürlich. Ich kann gleich mal auch auf die Dings gehen. Ich bin erst mal auf 20. Nein, ich könnte Gott. Fast. Ich könnte nämlich auch noch gucken. Wo ist mein Filter? Da. Metall. Das heißt, er zeigt mir jetzt nur die Katzen an, die gegen Metall. Das kann aber auch nicht so sein. Achso, nee. Also wenn wir nur die Anzeigen, die gegen Metall gut sind. Ansonsten wir kleben mal komplett Filter und dann Metall. Das ist aber auch nicht richtig, oder? Okay, nehmen wir den auch noch mit, ist in Ordnung. Dafür nehmen wir den da raus. Ja. Die Michelangelo Cat rein. Und ich hoffe, der speichert das automatisch. Ich glaube, das macht er, ne? Und dann again. Versuchen wir es nochmal, Leute. Achso, ich soll die anders umbenennen. Weil das, der Text da ist zu kurz. Wir können ja AM schreiben für Antimetall. Damit ich das zumindest mal richtig lesen kann. Wenn ich später mehrere Antis habe, weißt du, dann weiß man dann immer nicht genau, welches ich meine. Okay, again. Wir probieren es nochmal. Ich werde wieder komplett meine Energy hochstufen, weil ich weiß ja... Oh, ich hab sogar einen Resistance-Effekt ab. Nice. Und ich hab sogar ein Duett. Nice. Total lucky, random die Katzen dazu bekommen. Nice. Witzigerweise kamen die jetzt noch nicht mal raus, ne? Vorher. Also scheinbar hat die... Kann gar nicht sein. Warum habe ich auf einmal so viel Geld mehr? I don't know. Aber es ist immer noch keiner rausgekommen, ne? Seht ihr? Und wir sparen natürlich fleißig unser Geld und sobald einer kommt, wird er BAM weggemacht. Mit Anti-Metall-Gegnern, Einheiten. Ja. Ich hoffe, ich gewinne. Ansonsten ist es echt traurig. Aber ich habe sonst so viel Zeit investiert. Ich glaube, die sind ein bisschen schüchtern. Einhorn! Verdammt, das war nicht das Einhorn. Nilpferd! Ach, da bist du ja. Ist ja nett von dir. Okay, den werden, sollten wir locker down kriegen, ne? Ich warte erstmal ein bisschen, bis wir... Ach, die Musik ist so geil, oder? Alter, der fette Händchen. Batsch! Okay, wir haben ihn gekrittet, Leute. Ach, siehst du das Ding? Das war das Problem. Ja, ja. Also, was heißt, das war das Problem? Das war der Große. So, Cassie kommt dazu. Und... okay, kein Crit. Keine Ahnung, wann er kommt. Oh, wir haben ihn zurückgestoßen. Nice. Ja, der Michelangelo, der ist am Start. Am Stizzly Fizzle ist der. Und komm schon! Patsch! Ah, war leider kein Crit. Wir lassen ihn ein bisschen zurückstoßen. Aber wieder unlucky mit Cassie, aber naja. Hat eh nur 4 Damage. Da war gekrit. Hab ich gehört, hä? Habt ihr das auch gehört? Hab ich gehört, kein Ding, Bruder.
Wir brauchen die auf jeden Fall, die ganzen. Ah, easy. Sag ich doch. Aber es war nicht der Bossgegner, ne? Ich glaube nicht. Ah, da kommt so einer noch. Ich könnte irre werden. Wir alles one-hitted. Aber wir können ihn freezen. Alter, die Robber hat sogar eine geile Kappe auf. Seht ihr das? Schöne Badekappe. Bam! Nice, wir haben ihn gekickt, den Sack! Jetzt müssen wir noch die Robbe killen. Platsch! Ja, sag ich doch, ich bin einfach der beste Spieler der Welt. Zack! Ah, die ist noch nicht tot, Alter. Ich sterbe jetzt in der verkackten Robbe. Ist ziemlich strong. Oh, kommt noch einer davon. Komm, ich habe dieses Sägeblatt schon gekillt. Der Rest dürfte kein Thema sein, hoffe ich. Zack! Alter, wir können die Legend Rare sogar vor dem anderen nochmal setzen. Der scheint ultra strong zu sein. Kann noch eine Krone sogar setzen. Nice. Und sogar noch eine Kessli, aber das bin mir nicht hier, ne? Weil die irgendwie einfach ultra strong sind, die Gegner. Das Rad war hier nicht mal das stärkste von denen scheinbar. Sondern die Robbe. Ich muss sagen, die Robbe ist bisher der stärkste Gegner gewesen. Die Robbe hält nämlich immer noch aus und hat alles gekillt. Die ist einfach weiter nach vorne gelaufen, die Robbe. Die hat überhaupt kein Problem gehabt. Ja, und Geld für Kessel habe ich leider nicht, bis ich einen Gegner kille. Ich weiß zwar nicht mal, wann die irgendwann sterben sollten. Ist eigentlich meine hohen Hände, sind die noch da? Weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe es nicht. Ich glaube, der ist tot, ne? Michelangelo! Alter, sterben die langsam mal? Boah, ist das behindert, Alter. Ah, erste Kronos ist tot. Das ist sehr hohl. Warum sterben die nicht? Wir haben geführt dreifaches Leben mehr als die anderen. Na gut, wenn mein Crit-Typ nicht mehr da ist, ne? Ich verstehe nicht, warum die so viel Leben haben, Mann. Und trotzdem verloren, ne? Ich mache so eine Stages nicht mehr. Das ist übrigens der Grund, warum ich das nicht mache. Das ist totale Zeitverschwendung. 100.000 Leben hat das Ding nur noch. Also ich meine, du kriegst alles down, du bist an dem Scheiß da hinten dran und es interessiert die Gegner einfach gar nicht, die rennen einfach durch, ja. Du kannst aber nichts dagegen tun. Und wie Cassie greift auch die ganze Zeit nirgendwo an, obwohl sie top total trifft, die macht keinen Damage. Na, schade drum. Naja, wenigstens eure Zeit auch verschwendet. Nicht nur meine. Drecksgame! Das war ein guter Versuch wert. Aber soll ich es beim ersten Mal nicht schaffen, ich stelle auch mein Team dafür nicht mehr um. Das tue ich nicht mehr. Gut. Rest Monet können wir noch, sollen wir noch probieren? Wie gesagt, mein Team stelle ich nicht mehr um. Achso, ich muss es hier auswählen, ja. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bei der Battle Cats. Ciao, ciao.